Unglaublich. Bei einer Kurden-Demo in Bern rast ein Auto in eine Menschenmenge. Das Fahrzeug soll eine Aargauer Nummer haben. Mehrere Personen werden verletzt. Er rast gezielt in die Menschenmenge. Laut ersten Erkenntnis sitzt hinter dem Steuer ein Türk mit Aargauer Nummernschilder, der so eine Demonstration von Kurden beenden will. Er verletzt dabei mehrere Demonstranten. Der Pascal Werner hat die Szene beobachtet. Es kommt vorne ein schwarzes Auto und fährt ziemlich schnell in die versammelten Leute hinein. Und ein paar von diesen Leuten sind noch einfach so von der Haube übers Dach. Heute Nachmittag demonstrieren in Bern auf dem Helvetiaplatz hunderte Anhänger von der kurdischen Partei PKK gegen die türkische Regierung. Das offenbar als Antwort auf eine Demo von türkischen Nationalisten. Plötzlich taucht ein Auto auf und fährt in die kurdischen Demonstranten. Heute oben, kurz nach der 7. gibt die Polizei die Bilanz der Verletzten bekannt. Gemäss aktueller Erkenntnis, was ich im Moment sagen kann, ist so, dass über ein Dutzend Personen verletzt worden sind im Zusammenhang mit diesen Kundgebungen. Zudem hat es 4 Polizisten, die verletzt sind, sowie ein Diensthund, der ebenfalls verletzt worden ist. Die Kantonspolizei Bern hat den mutmaßlichen Amokfahrer mittlerweile verhaftet. Das ist alles für. Yes, sir.
entscheiden. Come on, 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 come on